sein muss, aber zwischendurch fast so etwas wie eine metaphysische Rettung aufgegessen ist. Weil diese negative Sicht auf die Existenz, die war sehr früh vorhanden und hatte plötzlich sozusagen auch die Stimme von außen. Also ich glaube nicht, dass man seinen Freitod, und er macht das in dem Buch über den Freitod auch nicht, dass er die auf Auschwitz und den Nationalsozialismus zurückführt. Das war viel zu kurz gegriffen. Ich halte das Buch lang nicht für sein Bestes, wenn es auch lange das populärste war. Ich würde fast sagen, es hat auch ein gewisses Maß an Verantwortungslosigkeit, weil de facto es Menschen gegeben hat, die nach der Lektüre zum Suizid gegriffen haben. Also ich kenne Beispiele, da habe ich Beispiele gehört, aber es ist in seiner philosophischen Reflexion gleichzeitig eines der radikalsten und wahrscheinlich philosophischen Bücher, weil es um einen Freiheitsbegriff geht, der aber wiederum völlig auf dieses für sich bezogen natürlich ist. Also der ist nicht mehr gesellschaftlich orientiert, und es ist natürlich eine große philosophische Frage, ob das wirklich ein Akt der Freiheit ist, wobei Freiheit ist bei ihm immer eine Frage der Behauptung der Freiheit und nicht einer ontologischen Situation oder Gegebenheit, sondern ich nehme mir diese Freiheit, und es ist auch nicht der Weg in die Freiheit, es ist dieser Entschluss, es ist dieser Moment, von dem er spricht, dass er eigentlich eine Imagination der Freiheit hat. Also die Freiheit ist nicht nach dem Freitod gegeben, sondern ist in diesem radikalen Entschluss, der in einer Tat endet, gegeben. Es ist auch vom kognitiven Psychischen sehr schwer, glaube ich, nachvollziehbar, was hier wirklich gemeint ist. Aber er siedelt ja diese Auseinandersetzung ganz bewusst jenseits der Psychologie und der Soziologie an. Was er hier natürlich nicht berücksichtigt, ist, dass der Großteil der Suizide mit einem Freiheitsgedanken nichts zu tun haben, sondern einem ungeheuerlichen Leidensdruck eigentlich entsprechen. Und da würde ich sagen, da vergisst er eigentlich letztlich fast einen aufklärerischen Impetus in dieser sehr Selbstbezogenheit des Themas. Und ich habe fast manchmal den Eindruck gehabt, dass dann er sich fast sowas vielleicht wie verpflichtet fühlte. Jetzt muss ich diese Tat setzen, sonst blamiere ich mich vor der Öffentlichkeit der Literatur fast völlig. Gleichzeitig gab es unzählige Suizidversuche. Nicht? Also seine Frau hat mir erzählt, oder seine Witwe, dass sie eigentlich nie gewusst hat, ob er mit dem Auto noch nach Hause kommt. Und es gab wirklich sehr viele Suizidversuche vor diesem Buch. Es gab Suizidversuche vor dem Nationalsozialismus. Also das zieht sich durch das Leben durch. Ich spreche meinerseits heute vom Suizid als einer Krankheitsform, eigentlich die körperliche Krankheit und einer Todesform, die dem Menschen offenbar genauso gegeben ist wie andere Todesformen. Ich würde es gar nicht mehr so nur von der psychischen Seite her betrachten. Ja, ich denke, wenn man über dieses Handlungsleben, über dieses Buch spricht, dann sollte man dabei nicht hinter Kant zurückfallen. Also das Problem bei Amerie ist dasselbe wie bei Kant. Einerseits gibt es den Leidensdruck sozusagen, also die objektiven Verhältnisse, die kann man psychologisch oder sozial, theoretisch oder wie immer beschreiben, ökonomisch, politisch, nicht? Den Leidensdruck, woraus der entsteht, und andererseits gibt es trotzdem die Freiheit des Individuums. Und die beiden kann man eben nicht ineinander auflösen. Das stellt ja so gut kantisch einander antinomisch gegenüber in der Schrift über den Freitod. Andererseits, was diese Frage betrifft, ich kann das schon nachvollziehen, dass man diese Frage so stellen möchte, aber diese Frage enthält auch eine Falle, in die man nicht gehen sollte. Weil Amerie, sozusagen das, was Amerie wurde im Laufe der Jahre, das lässt sich einfach nicht abstrahieren von dem, was Auschwitz war. Ja, letztlich lässt sich das nicht abstrahieren, und auch schon der junge Amerie lebt in einer Welt, die zu Auschwitz hingeführt hat. Und deshalb ist sozusagen das, was er schon früh über den Tod geschrieben hat, auch nicht unabhängig davon, in welcher Welt er gelebt hat. Es sei denn, man möchte wirklich, was aber ganz sinnlos wäre, diese Nähe zum Suizid biologisch erklären, nicht aus irgendwelchen genetischen Dispositionen heraus, das bringt aber überhaupt nichts, sondern wenn, dann kann man das ja nur gesellschaftlich deuten,
Und da lebt er eben in einer ganz bestimmten Welt, in ganz bestimmten Familienverhältnissen. Also es ist dann auch noch natürlich viel konkreter, die Situation mit der Mutter, mit dem Vater und so weiter. Und das wiederum ist eingebettet in eine Welt, die zum Nationalsozialismus hinführt. Also insofern wäre ich vorsichtig mit so einer Frage. Obwohl ich natürlich verstehen kann, dass man sie gerne stellen möchte, weil man das gerne, aber das innere Bedürfnis hat, das irgendwie zu trennen, die Persönlichkeit von der geschichtlichen Situation. Ich versuche, das Gespräch ein bisschen abzurunden und auch vorläufig abzuschließen. Wir können das dann ja privat weiterführen. Nochmal den Bogen zu spannen zum Titel, den Hanne Löwe dieser Diskussion gegeben hat, wie viel Heimatlosigkeit verträgt ein Mensch. Jean-Henri war nicht, hatte keine Heimat mehr in Österreich, hat sie auch nie mehr gefunden. Er hatte keine Heimat unter den, oder keinen Erfolg unter den Romanciers, wo er sich diesen Erfolg am meisten gewünscht hätte, vermutlich. Er fühlte sich auch nicht zu Hause in der Nachkriegsgesellschaft. Er hat ursprünglich mit einer großen Hoffnung die sogenannte 68er-Generation beobachtet, im Vorwort von 1977 zu Jenseits von Schuld und Sühne ist diese Hoffnung weitgehend enttäuscht. Hat er irgendwo eine Heimat gefunden? Fast sagen, am ehesten noch in der Literatur oder in der Sprache oder im Denken. Er hat sich ja immer, er war ja nicht nur ein verzweifelter Mensch, das war ja völlig falsch, die Sicht. Er hat sich immer als vehementen Aufklärer begriffen, in der Tradition der französischen Aufklärung. Das war schon sein großer Impetus. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, dass dieses intellektueller Sein in gewissem Maße vielleicht eine Heimat gewesen ist, vielleicht aber ein, hegelisch gesprochen, ein gewisses unglückliches Bewusstsein natürlich war. Aber was ja auch verblüffend ist, wenn man diesen Wohnort gesehen hat, in Brüssel, wo er gewohnt hat, das ist ein Biederkleid nicht zu übertreffen. Also die Schweiz kennen wir selbst als Vorarlberger als sauber, aber dieser Außenbezirk von Brüssel mit seinen Einfamilienhäuschen schaut ja aus wie ein kleines Minimundus. Also das war eine äußerst biedere Gegend und für ihn war, denke ich, schon auch dieses Bürgerliche, deshalb verteidigte er auch diesen Charles Bovary so vehement, fast diese Spießigkeit in einem gewissen Sinne, also dieses Barische oder dieses neben der Aufklärung schon so etwas, das ihm, denke ich, schon auch Halt gegeben hat. Also so haltlos war er nicht. Manchmal taucht in mir, wenn ich so diese frühe biografische Phase mir anschaue, taucht fast die Figur Thomas Bernhard auf. So als er hätte so ein Thomas Bernhard vielleicht werden können, wenn ihn die Literatur gerettet hätte. Ja, man erinnert sich so mit diesem Badisch, diese frühen Beginne, also es taucht da immer wieder, es ist wahrscheinlich nicht belegbar, aber es ist ein Bild, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich Thomas Bernhard so schätze, aber ich habe immer wieder mal so die Figur, dass ich da gewisse Ähnlichkeiten sehen könnte in dieser Anfangsphase, aber dass dann dieser rettende Durchbruch als Literat eben auch nicht gelingt, so wie du gesagt hast, dass diese Anerkennung folgt. Das Buch über Charles Bovary oder Lefeu werden zerrissen und zerfetzt und er spiegelt aber immerhin im Buch über Lefeu ja seine Existenz in der Existenz eines anderen, eines Künstlers. Und hier gibt es ja durchaus auch sehr konservative Züge in einer Ablehnung sowas wie der avantgardistischen Kunst schlussendlich. Er hat einen Artikel geschrieben, wo er Thomas Bernhard sehr schätzt und die Seelenverwandtschaft ist natürlich offenbar. Die Frage, ob er seine Heimat gefunden hat, setzt er irgendwie voraus, dass man Heimat braucht. Und insofern ist das für mich immer eine Frage, die eigentlich rückwärts gewandt ist. Und wir haben ja da schon in Vorbereitung zu diesem Abend einige Gespräche geführt und
da haben wir auch angeschnitten, heute irgendwie, ja, Jean-Marie, was er vielleicht sagen würde. Und ich habe da in einer Zeitschrift in Wien, die da so verteilt wird, um 2,50 €, habe ich gelesen, dass einer sagt, was soll ich in Nigeria, ich kenne dort niemanden mehr. Für ihn gibt es keine Heimat mehr und er kann nicht dazu stehen, dass es diese Heimat nicht mehr gibt. Das ist ein Faktum. Er sagt, was gibt es in Nigeria, was gut ist? Jeden Tag wird jemand umgebracht. Die Regierung ist einfach unfähig, die Sicherheit der Leute zu gewährleisten. In Wahrheit gibt es gar keine Regierung. Er schildert dann, wie er, was ihn schlussendlich veranlasst hat, diese Flucht zu ergreifen. Ja? Und da sehe ich, Heimat ist ja vielfach heute behandelt. In Frankfurt hat die Nobelpreisträgerin Müller eine Ausstellung eröffnet oder mitgetragen und in Wien. Und ich finde, wir sollten uns auch dem stellen, dass es Leute gibt, die eigentlich so stark gezwungen sind, allein in die Zukunft zu schauen, dass es ihnen ja gar nicht mehr schwerfällt. Leider würden wir wahrscheinlich sagen, aus unserem Gefühl heraus, diese Heimat hinter sich zu lassen. Ja, es gibt ja auch diesen Satz in dem Essay aus Jenseits von Schuld und Sünde über die, wie viel Heimat braucht der Mensch, gibt es auch den Satz, Heimat ist Sicherheit, sage ich. Ja. Und das ist der Versuch, das sozusagen, obwohl ich auch was anfangen kann mit dieser Überlegung, hat er Heimat gefunden in der Literatur oder in der französischen Philosophie oder wo immer. Aber da versucht er doch deutlich zu machen, wenn er sagt, Heimat ist Sicherheit und es dann auch noch so prononciert tut, sage ich, dann legt er sozusagen seine ganzen Erfahrungen in die Waagschale und das sind eben auch politische Erfahrungen. Nicht? Da geht es eben darum, wer kann die Sicherheit gewähren? Nicht? Gibt es eine Sicherheit sozusagen in einem Unstaat wie dem Nationalsozialismus, kann es von vornherein keine Sicherheit geben, nicht, der auf der Verfolgung der Juden beruht. Also das ist dann durchaus plötzlich ein sehr politischer Begriff, dieser Heimatbegriff, und wird von all diesen schöngeistigen Konnotationen dann gewissermaßen befreit oder jedenfalls durchsichtig auf diesen politischen Gehalt. Ja, was heißt das, Sicherheit? Nicht? Wer kann dem Individuum Sicherheit geben? Welche Gesellschaft, welche Voraussetzungen müssen da sein, damit es diese Sicherheit gibt? Und Sicherheit wird ja von ihm eben auch wieder ganz genau bestimmt. Und das hat mit dieser Hervorhebung des Leiblichen, der leiblichen Existenz zu tun. Wer gibt mir die Sicherheit, dass ich nicht mehr in eine Situation komme, wo ich dem anderen so ausgeliefert bin, in Auschwitz oder eben unter der Tortur? Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächsteilnehmern. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse bei Hanno Löwy, für die Gastfreundschaft und Zusammenarbeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, ich möchte den Dank an alle zurückgeben und eins nicht unerwähnt lassen, nämlich, dass es draußen noch was zu trinken gibt, was die Gespräche vielleicht auch anregen kann. Und zweitens, lesen Sie Amarie, es gibt eine wunderbare Werkausgabe, unter anderem herausgegeben von Gerhard Scheidt. Und suchen Sie sich das Buch, das Sie zuerst lesen wollen, einfach selber aus. Nach dem, was Sie heute sozusagen geboten bekommen haben. Vielen Dank.